Der lilane Yoshi. Speichert dieses Spiel eigentlich auch ab und zu mal, oder? Ich bin unsicher. Hop hop! Donut Lifts! Warum ist hier immer... Oh nein, Autoscroll. Warum ist hier immer alles zum Essen? There are very dangerous donut lifts in this stage. They will fall shortly after you stand on them. Step lightly. Aber ein Lift liftet doch Sachen. Also der hebt die doch an. Wenn die runterfallen, wieso heißen die dann Lift? Ich hab Fragen. Aber die Donutblöcke kennt man auch schon aus. Oh Gott, Mario World. So auf die Blume fixiert. Das ist Teil des Problems. Ich bin dann immer so auf die Blume fixiert, dass Yoshi einfach in die Hölle runterfällt. Es ist schwierig. Das ist die Königsklasse des Multitaskings. Kann ich sie einfach so einsammeln? Schön. Die roten Münzen ignorieren wir dann einfach mal. Menschen, die dieses Spiel legit zu 100% gespielt haben, ne? Die muss man bewundern, aber vor denen muss man auch ein bisschen Angst haben, weil die haben überhaupt keinen Respekt vor sich selbst. Nein, die Blume! Also um dieses Spiel 100% spielen zu wollen, musst du, glaube ich, Masochist sein. Da kommt ein Suseldusel. Ich kann ihn hören. Jetzt habe ich ihn gegessen. Ich glaube, das Schlimme an diesem Autoscroll ist, dass es nicht flüssig scrollt. Es ist schon so ein bisschen hakelig, ne? Ich sollte vielleicht auch nicht so weit hochgehen, wenn ich nicht sehe, was da kommt. Ich meine, Baby Mario wird immer als erstes getroffen. Das liegt in der Natur seines Sitzplatzes. Dieses Spiel hat ja auch so viele versteckte Sachen. So viele versteckte, geheime Wolken. Die dann auch noch so richtig... Hatte er einen Blumenafro? Die so richtig mies platziert sind auch noch. Ja, okay, dann halt nicht. Danke. Ich glaube, die roten Münzen sind ein bisschen dunkler als die normalen. Weil in manchen Spielen drehen die sich in die andere Richtung. Aber ich glaube, hier sind die einfach dunkler. Naja, doch nicht. Wobei, wenn die jetzt alle rot sind? Ich meine, die eine wäre gerade ein bisschen anders gewesen. Hui! Das war aufregend. Och. Kein Bonusspiel für mich. Und da sinken die Punktzahlen. Aber alles, was zählt, ist, dass Baby Mario lebendig und idealerweise untraumatisiert nach Hause kommt. Oh nein, Shy Guy ist auf Stelzen. Die kann man nicht essen. Stelzen sind für Yoshis leider unbekömmlich. Oh, war das der richtige Weg? Nein! Mist, okay. Ich wollte doch nur gucken. Ist ganz schön dunkel hier drin. Ja.
Uff. Sehr gut. Aber ich glaube, dadurch, dass wir nicht in der Tür waren, haben wir eh schon verkackt. Was das Level angeht. Yoshi's Island ist da echt brutal. Das waren wieder so kleine Geister. Warum hat denn ihre Lampe nicht geleuchtet? Einfach nicht genug Power, die Lampe. War's das schon? Hm. Das war dumm. Nein! Mario! So. Alles wieder gut. Ich hab ihn. Ich hab den kleinen Scheißer. Don't worry. Ich hatte den kleinen Scheißer. Er flutscht aber auch so schnell weg. Oh oh. Okay. Gott sei Dank haben sie umgedreht. Das hätte echt hässlich werden können. Geh mal weg. So. Kann ich? Nee, man kann nicht von unten. Aber wie werfe ich ohne Decke hier von oben rein? Das weiß ich leider nicht. Kämen aber, glaube ich, eh nur Sterne raus. Ich habe ein bisschen Eiernotstand. Ein neues Gefährt. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Maulwurf-Bagger. Oh Gott. Oh, nein. Nein. Ich glaube, das ist nicht ganz sachgemäß, aber das ist in Ordnung. Hilfe. Ich will nicht sagen, dass die Steuerung ein bisschen kacke ist, aber und man bekommt nur eine Chance. Oh Mann, oh. Ich hoffe in 14 und nicht in echt, aber willkommen zurück. Nun, das hat sich jetzt so gar nicht gelohnt. Ah. So, erstmal die Blume. Pound the ground. Okay, kann ich sie damit umschubsen? Vielleicht. Das hätte es mir ruhig am Anfang des Levels erklären können. Aber ich glaube... Na, vielleicht sind wir doch noch nicht am Ziel. Hm. Ja, das hat gar nichts gebracht. Toll. Danke. Danke, Schild. Danke für diese Lüge, die mir Hoffnung gegeben hat. Ganz toll. Such wow. Doch, ich glaube aber, die sind ein bisschen dunkler. Hm. So ein klitzekleines bisschen. Ich dachte gerade, da wäre noch so ein Halbzeitkreis, aber es waren nur die... Fledermäuse! Mario, wo bist du denn? Ja, komm doch her! Jesus. Mittelscheitel machen lassen? Was? Ich bin ein bisschen verwirrt. Was willst du mir sagen? Du nimmst einen Kamm, ziehst den über die Mitte deines Kopfes, Mittelscheitel. Was ist, was? Ich glaube, ich verstehe das Problem nicht. Ah! Wie ging nicht? Warum nicht?
Scheitel ist nicht entstanden. Okay, ich weiß ehrlich nicht, was ich dazu sagen soll. Du nimmst einen Kamm, du ziehst eine Linie auf deinem Kopf und dann hast du einen Scheitel. Hä? Verstehe nicht. Ach komm schon, ey. Wo ist denn das Timing für die Dinger? Da gibt's doch auch einen Trick. Da gibt's doch auch einen Trick. Oh ja, richtig. Man bekam ja auch irgendwie 2 Bonuslevel am Ende, ne? Wenn man Dinge gemacht hat. Okay, gehen wir erstmal mit Pink Yoshi. Der plötzlich rot ist. Oh nein, Touch Fuzzy Get Dizzy. Jetzt passiert's. Gut, dass du wieder da bist. Das hier willst du nicht verpassen, glaub mir. Dafür ist Yoshi's Island infamous. Das ist gleich passiert. Oh, danke, Kumpel. Komm schon, Yoshi. Aus was sind deine Haare? Beton? Okay, die Blume bleibt hier. die feiern eine Party. Aber wenn die sehr weich sind, lassen die sich doch einfach umklappen. Das ist erstaunlich. Oh ja, Machine Gun, Yoshi. Daran erinnere ich mich. Yoshi und die Melonenkerne. Das war auch so eine aufregende Episode. Und irgendwas hat das mit den leuchtenden Eiern auf sich, aber ich weiß nicht mehr was. Vielleicht probierst du es einfach nochmal. Ich meine, Übung macht den Meister. Ah, Hilfe. Ich glaube, auf die Typen sollte ich auch lieber nicht draufspringen. Und ich glaube, ich sollte mal den Ventilator ausmachen, weil sonst ist der Stream gleich vorbei. Sekunde. So. Gott, diese Stille auf einmal. Man kann auch in trockenen Haaren einen Scheitel ziehen. Weiß ich aus zuverlässiger Quelle, ich hab's schon getan. So, und jetzt kommen gruselige Dinge, weil wenn man das hier anfasst... Naja, dann, hat Yoshi so einen klitzekleinen Rausch und steuert sich ganz furchtbar schlimm. Ich wusste nicht, dass Touch Fuzzy Get Dizzy schon in der ersten Welt ist, Mann. Dieses Level ist nicht für Kinder. Es ist nicht für irgendjemanden unter 18 geeignet. Touch Fuzzy Get Dizzy ist so wild. Ich meine, was haben sie sich dabei gedacht? Mal jetzt ganz im Ernst. Was haben die sich dabei gedacht? Ich meine, ja, Mario isst Pilze, aber wow. Vor allen Dingen, das hier muss man auch eigentlich spielen, weil er torkelt halt. Er spielt und steuert sich, als wäre er halt wirklich besoffen. Ja, also, dass die sich so ein bisschen wehren, ist normal. Du musst die schon forcen. Die müssen sich erst umgewöhnen, dass sie jetzt in eine andere Richtung wachsen müssen. Das ist normal. Nicht so wie das hier. So. Zum Glück hat jemand Yoshi einen Kaffee gebracht. Das war wild. Ich glaube, das Gimmick kommt später nochmal vor. Kann ich hier durchschießen?
So nicht. So auch nicht. Fast. Ich meine, von wie kurz sprechen wir denn? Meine Definition von langen Haaren ist ja bekanntermaßen anders als deine. Juhu! Bonus-Game! Werden wir auch brauchen, gleich geht's zum Boss der ersten Welt. Alles über 50 Punkte zähle ich übrigens als ein Win. Okay, ist auch Scratch und Match, dann ist es vielleicht pro Welt. Bissle über die Ohren. Uff, das ist... Ja, ich meine, okay, kurz wäre so ein schöner Militärhaarschnitt. 2 mm und so. Immer habe ich Pech beim Rubbeln. Aber war kinnlang nicht auch irgendwie lang für dich? Ich meine, mich da an sowas zu erinnern. So. Ach, ich glaube, das war vielleicht der, dem man die Hose aus... Also ich meine, wir haben dem anderen auch die Hose ausgezogen, aber ich erinnere mich da an so einen Knoten. Nee, Salvo de Slime klingt nicht nach einem Knoten in der Hose. Was ist das denn dann für ein Spiel gewesen? Das ist nicht Yoshi's Island war. Ich finde es schön und gleichzeitig irritierend, dass sie dieses Geräusch machen. Okay, Yoshi. Es sei einfach durchgeflutscht. Ich will dich nicht enttäuschen, aber das hier war vor Midgar. Lange vor. Ja, wobei so lang auch nicht, aber. Das hier war vor Midgar. Midgar hat also bei Yoshi's Island geklaut. Hey, nächste Woche ist ja Gamescom, ne? Denkt ihr, wir sehen was zu Seven Rebirth? Ich meine, jetzt wo 7.0 angekündigt ist, muss man sich ja eigentlich mal langsam auf die Promo dazu fixieren. Ja, ich habe kein Ei, okay. Das Problem, das ich halt habe, und das wird in späteren Leveln ein großes Problem. Irgendwann musst du anfangen zu springen und gleichzeitig zu schmeißen. Und das ist ein Skill, den ich leider nie gemastert habe. Oh, hi. Ja, Opening Night Live halt, ne? Aber ich glaube, diesmal sind wenig Premieren dabei. Geoff Keighley hat irgendwie sowas gepostet, glaube ich. Wow. Sterbe ich, wenn ich ins Wasser falle? Bestimmt. Ich gehe mal davon aus, dass wir dieses Mal mehr auf der Tokyo Game Show zu sehen kriegen. Der Typ mit dem Lava-Typen verwandt ist. Da komme ich zu der anderen Blume. Clever. Hey, nicht schon. Okay, Yoshi kann schwimmen. Okay, gut. Hey! Hey, das ist Mobbing, hör auf. Kein Fan. Also im echten Leben wäre ich davon jetzt ein großer Fan gerade. Von so einer kleinen Abkühlung. Aber einfach hier den Yoshi abzuspritzen, ungefragt. Schon mal was von Consent gehört. Nee, 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 nee. Okay, hier ist die versteckte Halbzeitflagge. Sneaky. Snee? Okay. Vielleicht sollte ich mir Eier mitnehmen. Könnte hier halt auch massiv backfeiern, aber ne? Thank you.
Okay, los geht's. Puh. Hit the block to the right with an egg and some platforms will flip. Ich sehe schon, die mit den Zähnen. Nur echt mit 52 Zähnen. Ist wahrscheinlich auch nur auf Zeit, lass mich raten. Sonst wäre es ja keine Challenge. Nein. Was macht hier diese Rotorblattgeräusche? Das ist gruselig. Weißt du, was Yoshi alles auf sich nimmt, nur um Mario nach Hause zu bringen? Irgendwie habe ich das Gefühl, das war falsch. Hey! Er ist aber gar nicht shy, der Guy. Nee, das ist völlig normal, wenn deine Haare nicht gewohnt sind, in einen Scheitel geforst zu werden. Mach dir da mal keinen Kopf. Warum ist Yoshi so slippery? Der rutscht da einfach durch. Okay, versuchen wir es so nochmal. Vorsicht vor dem nicht so schüchternen Typen. Au. Warum macht diese Plattform diese Geräusche auf einmal? Das haben sie doch vorhin auch nicht gemacht. Nein, ich habe kein Ei. In Yoshi ist immer irgendwie Not am Dino. Was ist hier eigentlich keine Eierbox? Ich bin doch jetzt gelinde gesagt ein bisschen gearscht auch. Hm. Toll gemacht, Yoshi. Dann bleibt die Vase wohl hier. Nee, verdammt, ich brauche den Schlüssel. Ich komme sonst nicht weiter, ne? Na gut. Dann nehmen wir halt diese Eierbox. So, dann müssen wir es nochmal umdrehen. Na, immer ist das Baby weg. Voll das Rätselschloss. Jetzt bin ich fast wieder dagegen gesprungen. In meiner Panik. So. Boom. Boom. Kaputt. Vandalisten-Yoshi hat mal wieder gewonnen. Sieg für Vandalisten-Yoshi. Jetzt kann es aber auch nicht mehr weit sein, ne? Oh Gott, die Dinger. Das Spiel ist so kreativ, aber stellenweise auch ein bisschen creepy, ne? Einfach so rotierende Aufzugblöcke. Na gut. Dann schauen wir mal, was der Schleim so zu bieten hat. Guten Tag, hallo, ist hier jemand? Es ist halt schon ziemlich krass, oder? Oh, der ist aber süß. Und Kamek ruiniert wieder für alle alles. Hi there, cute little Yoshi. Does baby Mario wanna go to Bowser's castle? I'll take him there in a hurry. Teehee. Und was soll das arme Baby dann machen? Hm? Wieso klaut Bowser die Kinder? Aber jetzt wissen wir schon mal, der Böse war's. Der Böse hat gesagt. Ih. Hallo, du bist schnell erwachsen geworden. Geh mal bitte weg von mir.
I'm a big fan of personal space. Es ist irgendwie ein bisschen eklig, dass ich aus den kleinen aus den kleinen Schleimis auch Eier mache, ne? Aber uah. Yoshi muss sich wehren. Yoshi muss Mario verteidigen. Nein! Hier geblieben. Tot. Aber wie fancy ist diese Bossmusik, Junge? Das war schon episch. Ein Schlüssel! Letztes Mal haben wir ja immer Yoshi-Eier für die Festung bekommen. Und jetzt ist es einfach Kingdom Hearts. Wir haben die Welt abgeschlossen und verschlossen. Yoshi ist einfach Sora, bevor es Sora gab. Insane. Oh, wie süß er da weiterläuft in die nächste Welt. Oh. Okay, Yoshi. Alles, Yoshi ist voll der Terrorist.